Hallo zusammen, heute wird es bei uns ganz magisch. Ich habe euch Andino mitgebracht und der hat einiges auf Lager. Lasst euch überraschen. Ja, hier sind wir auf der Kartause. In Koblenz. In Koblenz auf der Kartause, auf der Ostseite der Kartause. Ja. Die Kartause besteht inzwischen aus 4 Teilen nach Himmelsrichtungen sortiert. Und den größten Teil davon habe ich sozusagen mit Wachsen sehen. Mhm. Und hier zum Beispiel bin ich als Messdiener damals artig immer sonntags in die Kirche gegangen, um zu dienen. Und diese Kirche ist abgerissen worden. Oh. Das ist St. Michael gewesen. Ja. Die Gemeinde heißt immer noch St. Michael, die Kirche ist aber jetzt integriert in das Altenheim, in die Deheische Stiftung und heißt St. Bruno und das ist also jetzt die Kirche von St. Michael. Ganz nicht St. Michel? Michael. Nicht Michel? Ja, nein. Das hätte doch. Soweit hat's. Das ist das nächste Ziel. Ja, ist ja abgerissen. Für alle, die den Joke nicht verstanden haben, Andino heißt mit bürgerlichem Namen, das dürfen wir verraten, Andreas Michel. Ja, das genau. Dürfen wir. Ja, so ist Andino ist ein nicht nur ein Magier, sondern auch ein Philosoph. Was sind Sie mehr? Mehr das eine, mehr das andere oder 50-50? Also jetzt in dieser schwierigen Zeit war ich eigentlich mehr Philosoph, weil die Zauberei musste ja ganz ruhen durch Corona und eben auch nach dem Herzinfarkt, da ging es eben einfach nicht. Mhm. Und ja, also im Krankenhaus hat man mich erstmal mehr als Philosoph wahrgenommen, am Schluss dann aber als Zauberer, da musste ich auch eine kleine Zaubervorstellung geben am Schluss, die war aber so, dass ich dann lieber gelassen habe für die nächsten 3 Jahre. Und ich hatte erst im August letzten Jahres hatte ich meinen ersten wieder meinen Auftritt. Aha. Und dann hatte ich 3 Vorpremieren von Scheinspiele und ja, das die Zauberei schleicht sich langsam wieder in die Philosophie ein, sozusagen. Ja, ganz menschlich gesprochen, man muss auch die Fingerfertigkeit wiederbekommen, richtig? Ja, genau. Und ja, das war wirklich auch ein Problem für mich. Ja. Also ich kann die Finger hier immer noch nicht ganz zusammenkriegen. Mhm. Den kleinen Finger kriege ich nicht richtig ran. Hier ist es noch deutlicher. Mhm. Was das ist eigentlich, woher das kommt, weiß man alles nicht so genau. Mhm. Aber das musste natürlich alles irgendwie wiederkommen. Und ich musste vor allem viel üben. Und ich habe ein ganz neues Programm ja zusammengestellt. Also nicht neu, sondern alte Sachen zu einem neuen Programm zusammengestellt. Mhm. Und ja, und das hat wegen, wie gesagt, ist vor der letzten Corona-Pause sozusagen Vorpremieren gehabt. Und jetzt im März starten wir halt eben mit der richtigen Premiere offiziell. Wir gehen jetzt zusammen den Philosophenweg gleich, ja, haben Sie gesagt? Nein, das ist noch nicht der Philosophenweg. Nein, das ist er nicht, okay. Das wollte ich Ihnen nur zeigen, weil das ist ein kleiner Park. Ja, auch nett. Ja. Ja. Ein kleiner Park in Kartäuser Größe sozusagen, das ist also das alte Kartäuser Kloster, was 1802 von Napoleons Truppen oder von ihm eingerissen wurde. Und davon steht bloß noch das Löwentor. Und das Löwentor gibt es jetzt auch, einen schönen kleinen Park drumherum. Und das heißt, die Festung, die er dann aufgebaut hatte, ist natürlich auch inzwischen weg. Da gibt es nur noch dieses Löwentor. Aber das Gelände ist halt eben das des Klosters. Und das ist diese kleine Kirche St. Michael, die abgerissen worden ist, von 68 bis 93 hat sie nur bestanden. Mhm. Man kann es aber auch schon sehen, es war Halleluja-Schuppen, haben wir das immer genannt. Also kein Kirchturm, nichts Besonderes, das waren wirklich so Fertigteile und die war sozusagen von vornherein für den Abriss bestimmt. Aber es ist einfach Erinnerung sozusagen. Ja, Sie sind genau hier oben, Sie leben immer schon auf der Kartause oder sind Sie ja ein Zugewanderter trotz allem? Das ist jetzt ganz schwierig. Ab wann ist man Zugewanderter? Ja, genau. Also ich sage immer, ein echter Koblenzer stammt nicht von hier. Weil ganz viele sind ja in Neuwied zum Beispiel geboren, im Krankenhaus. Aber eben Koblenzer, ich bin in Büderich geboren. Das liegt bei Düsseldorf, Meerbusch heißt das heute. Und da war ich aber auch nur ganz kurz sozusagen zur Geburt. Und dann sind wir nach Koblenz in die Hohenzollernstraße gezogen. Und von da dann hier hoch, das war aber schon 1967, hier hoch in das Haus, neben dem sie eben waren. Also ich habe es von der Nummer 14 in die Nummer 12 gebracht in meinem Leben, nicht sehr weit. Oh, es geht ja abwärts. Aber, ja, genau, es geht abwärts. Aber die 12 ist viel schöner als die 14. Ja, absolut, absolut, das hat sich gelohnt. Ja.
Als ich in die Grundschule gegangen bin, war das hier ein Feld und wir konnten das immer von da abkürzen. Ja. War der Bauer nicht so begeistert davon. Und dieses ganze Haus ist also erst dieses ganz große und dann sind die anderen dazugekommen. Da gab es auch direkt diese Pflegeabteilung, die war auch noch kleiner damals. Und dann hat meine Mutter hat hier lange gearbeitet. Meine Frau hat hier später Altenpfleger ausgebildet, Altenpflegerinnen. Da hinten ist die Schule, die ist noch da, ist glaube ich eine Fachhochschule vermietet. Und da ist eben diese Kirche, die ist auch erst später hinzugekommen, St. Bruno, die eben jetzt für die Gemeinde hier zuständig ist. Ja, hier beginnt der Philosophenweg, genau. Hinten, also quasi im Rücken, nee, Ostseite haben Sie gesagt, ist das? Das genau. Ist die Ostseite der Kartause. Ja. Den kenne ich das seit meiner Kindheit. Da hinten gab es mal einige Bäume, die sind jetzt im großen Teil weg, Birnbäume. Da haben wir als Kinder immer drin gesessen, bis die Nachbarn hier genervt waren, die Bäume abgeholzt haben. Was ist philosophisch an diesem Weg? Das ist eine gute Frage. Oder warum heißt der so? Ich habe Ihnen was versprochen hier. Das gibt's doch nicht. Das war neulich noch da. Ach, weggezaubert! Hier stand nämlich ein Schild, wo drauf stand Philosophenweg. Genau. Aber Andino hat es mit einem, machen Sie mal eine magische Handbewegung. Also ich finde, ein Verschwindezauber ist schon sehr spektakulär für den Anfang. Das ist sehr, sehr vielversprechend. Was ist denn so ein Lieblingsphilosoph, den Sie haben? Da gibt es ganz viele. Aber natürlich, also vom Programm her jetzt, vom Scheinspieler her gesehen, ist es natürlich Sokrates. Mhm. Der ist sozusagen der Aufhänger dafür. Also er ist die Einleitung sozusagen. Mhm. Das beruht jetzt nicht alles auf Sokrates, aber Sokrates hat die Philosophie ja sozusagen neu angefangen. Alle Vorgänger von ihm nennen wir ja Vorsokratiker. Ja. Was natürlich eine Frechheit ist, weil da schon Leute wie Pythagoras zum Beispiel dabei waren oder Demokrit. Sokrates hat insofern die Philosophie neu erfunden, als er nach dem Wesen einzelner Dinge gefragt hat. Mhm. Vor allem in der Ethik, also nach was ist Tugend, was ist Glück, was ist Wahrheit natürlich. Das waren so die großen Fragen, die er gestellt hat. Und diese Infragestellung ist natürlich das, was auch die Zauberei auszeichnet, denke ich. Es drängt sich dann zwar ein bisschen auf sinnliche Wahrnehmung, aber die Sicherheit, die man da häufig zu haben glaubt, im Alltag, das ein bisschen anzukratzen, denke ich, ist eigentlich die Aufgabe jedes Zauberprogramms. Mhm. Und deshalb ist ja sozusagen die Einführung dazu. Die Rheinlache, da bin ich, als wir in der Zeilerstraße wohnten, bin ich da mit meiner Mutter nach links spazieren gegangen, einen kleinen Ausflug gemacht und da habe ich meinen ersten schwarzen Schwan gesehen. Oh! Ja, der erste schwarze Schwan. Der erste schwarze Schwan. Ich glaube, bisher ist es immer noch der einzige. Aha. Und der war nicht nur dreckig, sondern... Der war richtig schwarz. Aha. Und das ist ja in der Philosophie, bei Herrn Popper heißt das, das große Beispiel mit den schwarzen Schwänen, weil er damit seine ganze Theorie eigentlich erklärt. Mhm. Die sind zuerst in Neuseeland aufgetaucht, in Australien. Und bis dahin stand im Lexikon immer, der Schwan ist ein weißer Vogel. Mhm. Ja, und Popper hätte ja gerne, dass alles als wissenschaftliche These formuliert wird. Mhm. Und das ist so eine wissenschaftliche These und die kann man durch ein Gegenbeispiel widerlegen. Mhm. Ja, man muss nur eins finden und zwar eins, der nicht angemalt ist, sondern wirklich ein Schwan. Und jetzt ist der Lexikontext eben anders. Steht auch drin, kommt auch ab und zu als schwarzer Vogel vor. Mhm. Und das ist für Popper Fortschritt in der Wissenschaft oder überhaupt im Denken. Der Goetheplatz, der war jetzt aber kein Philosoph. Nee, der war kein Philosoph. Deshalb wäre das Schild ja so wichtig gewesen. Also ich weiß auch nicht, ob irgendwelche Philosophen hier wirklich lang marschiert sind, außer mir. Aber es ist ein schöner Platz. Thank you.
okay, jetzt wird's magisch, ich rieche es. Oder sie wollen sich die Nase putzen, nein. Nein, nein, damit nicht. Beim Schiff von Tuch. Nein, ich wollte an Goethe anknüpfen. Mhm. Und der einzige Philosoph, der ihn wirklich näher kannte, nicht der einzige, Hegel war eben auch noch, den kannte er auch, aber Schopenhauer hat Goethe extrem bewundert, mhm, vor allem wegen seiner Farbenlehre. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Mhm. Hier ist also eine 10-D-Mark-Münze noch, mhm, mit Herrn Schopenhauer vorne drauf. Und das ist auch ein ganz wichtiges Requisit in meinem Programm. Denn um Schopenhauer drehen sich zwei Kunststücke. Zeigen wir nur den Anfang des, mhm, ersten Teils. Also das ist jetzt eine zusammengesetzte Vorstellung, was ich hier gerade hergestellt habe. Mhm. Das ist ein Begriff von David Hume, den Schopenhauer sehr geschätzt hat. Und David Hume meinte eben, das erklärt sehr vieles unserer Wahrnehmung. Wir nehmen eben nichts einzeln wahr, sondern wir nehmen immer nur alles im Kontext wahr und assoziieren es häufig mit Erinnerungen, die wir daran haben. Und darauf beruht ganz viel in der Zauberkunst. Also wir jetzt zum Beispiel haben diese zusammengesetzte Vorstellung hier. Sie haben die optische Vorstellung, ich kann es auch haptisch erfassen sozusagen. Und dann können wir das Ganze auch noch durch die Physik überprüfen, weil Isaac Newton freundlicherweise im 18. Jahrhundert schon die Schwerkraft erfunden hat. Kann man sehen, dass die Münze muss im Tuch sein, weil sie eben nicht nach unten fällt. Aber all das, Ihr optischer Eindruck, mein haptischer Eindruck, der belegt durch die Physik, ist kein wirklicher Beweis dafür, dass die Münze auch tatsächlich im Tuch ist. Ah. So, wir sind jetzt bei Andino zu Hause und das hier ist das neue Programm, was ihr demnächst sehen könnt. Scheinspiele. Da geht es aber nicht um Geldscheine. Nein! Komisch, daran hatte ich gar nicht gedacht. Nein, es geht natürlich um den Schein, mit, ja, dem gespielt wird. Erzählen Sie, wie kamen Sie auf die Idee? Das erste Programm nach dem Herzinfarkt, haben Sie gesagt. Ja, und wahrscheinlich auch mein endgültiges Programm. Okay. Ja, wie kam ich auf die Idee? Also den Titel Scheinspiele hatte ich schon lange im Kopf und eigentlich hatte ich ein historisches Programm geplant dafür, wo Scheinspiele aus Jahrtausenden hätte es wahrscheinlich geheißen. So. Aber den Titel fand ich sehr schön, aber das Programm konnte ich jetzt so nicht mehr realisieren. Wahrscheinlich hätte ich es auch ohne Herzinfarkt nicht gekonnt, da hatte ich mir sehr viel vorgenommen. aber jetzt ein Programm mit 20 oder so, 25 Kunststücken, die ich noch nie gemacht hatte, das war natürlich das Hauptziel davon. Das traue ich mir jetzt nicht mehr zu und jetzt ist es vielleicht auch ein bisschen spät. Dann bin ich eben eigentlich schon während der Reha bin ich auf die Idee gekommen, einfach mal zu überlegen, ob ich nicht aus meinen Sachen, die ich schon gemacht habe, also es geht hier konkret um die vier letzten Programme, Philozauber, Light und Solo, Realusion und die Macht der Täuschung, die praktisch die Klammer bilden, dieses Programms. Und ich erzähle immer was auch zu der Geschichte dieser Programme, wie sie entstanden sind jeweils, und zeigt dann eben immer einzelne Ausschnitte. Im ersten Teil geht es um Philozauber, Leid und Sohn, im zweiten Teil um Realusion und die Macht der Täuschung. Und das sind dann auch zwei in sich getrennte Teile, die kann man also auch einzeln vorführen, unabhängig von dem anderen. Und das ist dann ja praktisch das Ergebnis meines zauberphilosophischen Lebens, mhm, im Prinzip. Ich denke, also wirklich neu kann ich nicht, werde ich nichts mehr machen können. Aber die zauberphilosophischen Vorlesungen mache ich ja auch noch und da sind wiederum ganz andere Kunststücke drin. Mhm. Premiere wird sein, wann und wo? Am 5.3.
im 17 Uhr im Theatersaal der Volkshochschule. Und danach weitere Termine findet man auf der Homepage andino.de. Genau, es gibt dann noch, also immer samstags im März, immer 17 Uhr, immer an dem gleichen Ort, Theatersaal der VHS. Und dann gibt es noch zwei weitere Termine, die kann man dann wirklich dann nachschlagen. Alles klar, dann sind wir sehr gespannt, freuen uns und ganz, ganz herzlichen Dank schon mal. Ja, bitte, hat mir Spaß gemacht.